Hi und herzlich willkommen auf Renjas Backwelt. Heute bereite ich einen Käsesalat zu, der schnell gemacht ist, garantiert für Abwechslung sorgt und total lecker schmeckt. So, dann geht es jetzt direkt zu der Zubereitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 2 rote Paprika, ca. 300 Gramm jungen Gouda, 100 Gramm Mais, eine Handvoll Schnittlauch, eine Zwiebel, 100 Milliliter Sahne und 1 Teelöffel Salatkräuter. Die Käserinde habe ich schon entfernt und nun schneide ich den Gouda in kleine Würfel. Die Gouda-Würfel fülle ich anschließend in eine Schüssel. So, die Paprika habe ich bereits abgewaschen. Jetzt entferne ich den Strunk sowie die Kerne und schneide sie klein. Anschließend wird die Zwiebel geschält und in feine Würfel geschnitten. Und der Schnittlauch wird ebenfalls klein geschnibbelt. Dann gebe ich den Mais, die Salatkräuter und die Sahne hinzu. Vermenge alles gut miteinander und das war's dann auch schon. Nun ist der leckere Salat fertig und sofort servierbereit. Ob zum Partybuffet oder zum Gegrillten, egal zu welcher Gelegenheit, dieser leckere Käsesalat passt einfach immer. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Ich hoffe, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.